Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Heute machen wir den Secret Boss Julius. Und dazu gehen wir jetzt einfach zur Weltkarte und reisen nach Traverse Town. Riku ist Level 60. Und die Traumfänger sind ein bisschen gelevelt. Das heißt, wir haben neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel Balloon-Gar. Ich will den jetzt nicht komplett schießen. Ich will den jetzt nicht komplett mit Ballons zu spammen. Nein, wie sehe ich denn aus? Wie gesagt, die Regel bleibt bestehen. Maximal ein Ballon von jeder Sorte. Das habe ich. Meteorsalve hat uns eigentlich immer ganz gut gecarried. Sinistrafeuer, das habe ich neu bekommen. Ein Drop. Das möchte ich mal ausprobieren. Das klingt so cool. Das ist auch nur für Riku. Und dann halt zwei Heilungen. Sollte cool werden, I guess. Verschollener Disney-Charakter auf jeden Fall. Der Julius. Das ist hier unser Secret Boss. Wir machen den mit Sora und Riku in diesem Part. Mit Sora wird wahrscheinlich schwieriger, er ist noch nicht so hoch gelevelt. Ja, deswegen gucken wir erstmal, wie der tickt mit Riku. Kommt da einfach beim Brunnenplatz. Okay, let's go. Gibt nur diesen einen Secret Boss. Klar gibt noch Battle Portale und so, aber. Das ist hier unser Secret Boss. Julius. Julius Caesar oder was? So ein paar Ballons aufsetzen. Mhm. Tick this. Bam. You're done. Bam. Alter. Das hat reingehauen. Ich würde mal interessieren, wie stark das ist. Ja, doch. Kann sich sehen lassen. Und diese Arschbombe. Ey, Moose scheinen relativ predictable zu sein, oder? Ja, mal sehen. Der Kampf ein bisschen progressed. Ja, das ist der neue Balloon Gar. Richtig stark. Boah, hat er jetzt gemacht, das war ja geil. Das ist Schattenhieb gewesen. Sinistrafeuer! Eieiei, ich bin in Luft und das wollte ich nicht. Ja, you're done! Bam, Alter, der Meteorangriff, der hat richtig reingehauen. Oh! Warum kommt der jetzt so weit angerutscht? Okay. Das kann man auch nicht blocken, okay. Aber was passiert jetzt? Das gefällt mir jetzt schon nicht. To be honest. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Sinistrafeuer. Oh shit. Einfach zur Seite wegrollen. Man ist trotzdem noch blocken, obwohl er elektrisch geladen ist. Jo. Ach du Scheiße, wo sind meine Commands? Er hat Command-Locks, dieses Schwein. Command-Locks sind nie nice. You're done. Bam, Junge. In your face. Na, da einfach zur Seite ausweichen. Er hat nicht viele Moves. Und jetzt ist er auch nicht mal mehr geladen. Das war's schon, oder was? Der hat auch nur eine Leiste. Aber die Command-Locks sind ziemlich eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach das jetzt nochmal. Ja. Sinistrafeuer! Oh nein, jetzt geht das wieder los. Heilung, bitte. Danke. You're done! Noch ist er noch nicht am Ende, ne? Macht das normal? Ne, der macht diesen blöden Unblockable-Scheiß. Den ich so hasse. Einmal heilen, bitte. Und geh sterben, Julius! Ja, first try. Ich wusste nicht mal, was der macht und schon ist er down. Ja, war ein paar Mal kurz vorm Sterben, aber ja, schwer ist er nicht. Ja, kaum Variationen in seinen Moves. Und ich habe nicht mal die Schattengrätsche von Riku, die man irgendwie kriegen kann. Frag mich nicht wo. Next time, behave. Ansage. Und so bekommt man das Ultima in Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Ein außergewöhnliches Schlüsselschwert mit allgemein hohen Werten. Das kritische Treffer und das Auslösen von Realitätswandel erleichtert das ultimative Schlüsselschwert, Leute.
We finally did it. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit Sora, ne? Das gleiche machen wir nochmal mit Sora. So sieht's aus. Mal gucken. 16-16. Das ist natürlich eine Ansage, ne? Das ist richtig geil. Wir uns für die kommenden Battle Gates noch ziemlich nützlich werden. Denk schon. Nice, ey. Sieht auch ganz cool aus in dem Spiel. Vom Kingdom Hearts 2 ziemlich nah, ne? Ach, den kann man jederzeit wieder machen, oder was? Indem man das untersucht. Ah, okay. Ich kann den Boss jederzeit wiederholen. Das ist ja ganz nice. Und direkt Level up. Nicht viel Erfahrungspunkte geben, oder was? Der Julius. Ja, dann werde ich jetzt zusehen, dass wir mit Sora da auch nochmal hinkommen. Ich denke, ja, machen wir hier einen Sturz. Ein Sturz. Wie ging das immer? Ach da. Das sind mal ein paar Punkte. Aber ich werde mir das jetzt hier nicht schießen mit Angriffsvorteil oder so. Geisterbeleber nehmen wir auf jeden Fall. Hybridendämpfer sowieso. Sturzdämpfer sowieso. Ja, ich denke, das reicht dann auch schon. Vitra nehme ich jetzt einfach just for fun nochmal mit. Ja. Abwehrvorteil 1? Na, nee. Nein, ich will es mir nicht schießen. Ich hab's gesagt. Let's go. Mit Sora wird es ein bisschen kniffliger. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mit Sora mache. Welches Moveset. Hier ist ja aktuell das cheesy Moveset drin mit den Ballons. Wie ihr hier sehen könnt. Deck tauschen. Wir müssten noch ein extra Deck haben. Ja, das erste. War schon ewig nicht mehr genutzt. Das heißt, hier schmeißen wir erstmal alles raus. So, erstmal natürlich die drei Ballons. Sollte eh klar sein. Ballon, Balloon Ra und Balloon Ga. Das ist Pflicht. Diese Command-Locks waren widerlich von dem. Hat random irgendwas gelockt. Und das hat man auch nicht wiederbekommen. Ich frage mich, wie das kommt. War es der Blitz? Was war das? Das war schon eklig. Das war das Schlimmste an dem Bosskampf. Command-Locks sind sowieso generell immer scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich mit Sora sogar einen dritten... Ich glaube, mit Sora nehme ich drei Heilungen. Ich glaube, der Dude braucht's. Was hätten wir denn sonst noch im Angebot? Drei Abrissen wäre eine Möglichkeit. Goofy Trommel ist, glaube ich, too slow. Feuergasalve hätte ich auch noch im Angebot. Das brauchen wir zwei Slots. Drei Abrissen nicht. Nehme ich doch lieber das. Auszeit. Nimm eine clevere Pose. Ah ja. Das wird uns bestimmt helfen. Nein, natürlich nicht. Falle Gegner mit zwei Drehangriffen nacheinander. Dunkelheit und dann Licht. Ich weiß ja nicht. Lass mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie was bringen wird. Ah, ich probiere es mal. Ach, hier müssen wir auch nochmal. Das ist echt doof, dass man hier mal alles neu machen muss, weil ich meine, hast du sowieso keine Option. Das ist echt richtig scheiße gemacht. Hier habe ich nicht mal was für. Oder was? Doch, Gleithaken. Gleiter natürlich. Doppelgrätsche. Da haben wir ziemlich viele Blocks. Gegner in Luft zu schleudern, das klingt gut. Die Aufwändchen haben wir sonst da drin. Ansonsten kriegen wir auch nichts mehr rein. Alles klar. Ja, probieren wir das gleich mal aus. Gegen Julius. Probieren wir das mal aus. Erstmal speichere ich hier schon mal. Denn das war ein voller Erfolg, liebe Leute. Alright. Auf geht's. Ein weiteres Mal. Julius. Postamt. Fuck. Wie komme ich jetzt zum Brunnenplatz? Von hier, glaube ich, geht's am besten.
Ja, kind of. Geht so, ne? Ja, hier müssen wir auch noch viel machen, ne? Dazu muss ich erstmal die Traumfänger ein bisschen leveln. Dann haben wir ja noch die Arena und so. Das wird ein Spaß. Ja, hier sind wir schon beim Bodenplatz. Ja, dann mal los, ne? Gucken, wie schwer das mit Sora ist. Gleiche Animation. Ja. Sora hat immerhin den Gleiter, ne? Ist er nicht schön, er erinnert mich voll an Kata Carlo. Nur voll diabolisch, viel zu groß geraten. Besiege Julius, los geht's. Deswegen bin ich da, deswegen bin ich gekommen. Sora hat leider Gottes auch nicht so viel... nicht so viel Leben. Aber gucken wir mal. Trotzkopf for the win. Okay. Ja, diese Rapidenhiebe, die kann man glaube ich nicht blocken. Müssen wir einfach ausweichen dann. Schattenbrecher, stimmt, das wollten wir noch ausprobieren. Was macht denn das jetzt? Oh, das ist okay. Ich hab schon Schlechteres gesehen, ne? Reihe Prisma, bam, bam, bam. Einmal heilen, bitte. Was für ein Bodenwischer, ey. Was machst du da, Julius? Hä? Jetzt konnte ich es nicht blocken? Das war Betrug. Das war echt Verarsche. What the fuck? Das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. Auf einmal kann ich es nicht blocken, oder was? Der Damage-Output ist echt ein bisschen all over the place. Just saying. Nimm das! Kein Problem, wir haben die Heilung. Ich hätte so eine risky Action nicht gemacht, hätte ich die Heilung nicht ready gehabt. Aber so natürlich kein Problem. Das musst du blocken. Ja, aber der kommt manchmal auch da durch. Random kommt er durch den Block. Na, dann halt nicht. Dann block ich es halt nicht mehr in Zukunft. Nimm das! Da ist unsere Chance. Da konnten wir gut punishen. Ich kann es ehrlich sagen, das Dreierprisma. Also eine Möglichkeit zu finden, das mal einzusetzen, ist echt schwierig. Nimm das! Schatten und Licht. Und ich scheiß dir ins Gesicht. Ja, nee. Ich habe auch kein Konter irgendwie ausgewählt, ich Idiot. Kommt mir so vor. Ein bisschen extrem scheiße gerade, oder? Nee, der Konter ist halt nicht so gut, ne? Ist kein Rundumschutz über Riku. Das ist das Problem. Now I see. Nimm das! Sei ja Prisma, Junge. Oh, jetzt geht's los. Die Moves ändern sich ja nicht. Ein bisschen Elektro-Kram hinzu, aber... overall ändert sich das nicht. Was ziemlich gut ist für uns. Aber wenn er da vom Dach runterspringt, Leute, dann... dann blockiert er den Moves. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, da. Und man kann nichts gegen diesen Move machen, leider. Oh, ich weiß zumindest nicht, was man dagegen machen kann. Das nervt gerade ein bisschen, dass ich da kein probates Mittel für gegen gefunden habe. Ja, deinen Bodenwischer kannst du ja sonst wohin schieben, Kumpel. Oh, bin ich tot? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Nein. Nur leicht vergiftet, das war's. Hat aber noch einiges. Noch leider einiges an Leben. Um einiges schwieriger mit Sora. Jetzt geht's wieder los mit den Blitzen, ne? Ja, Ballon! Ballon, Ballon, Ballon! Ballon im Saloon!
Oh nein, jetzt kommt das wieder. Keine Ahnung, wie man da ausweichen soll. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Der Move sackt. Genauso hier. Der Konter ist halt nicht gut. Beziehungsweise der Block von Sora. Oh, ich hab noch keinen besseren halt. Nimm das! Komm, verherzen! Bam, bam, bam! Und wir haben ihn! Auch mit Sora First Try. Ja. I mean, dieser Move, wo er da runterspringt, ist der einzig gefährliche. Je länger der Kampf dauert, desto schwieriger habt ihr es. Wenn der Kampf zu lang geht, dann ist halt alles gelockt. Dann hat man keine Commands mehr und dann kann man eigentlich aufgeben. Ich hatte auch ein bisschen Glück, dass die Heilung verschoben blieb. Sollte das denn? Da frage ich mich auch. Gut, auch so bekommt das Ultima. Oh, aber schon anstrengender mit ihm. Ich bin froh, dass ich bei ihm 3 Heilungen mitgenommen habe. Sonst wäre es wahrscheinlich fatal gewesen. Er hat halt auch nicht so viel Leben wie Riku. Warum auch immer. Naja. Das war auf jeden Fall Julius. Gaius Julius Caesar. So, haben wir das auch mal geregelt, hä? Ja, steht da noch irgendwas? Charaktere? Traverse? Nein. Warum steht da? Warum wird der nicht gelistet? Julius wird nicht gelistet. Ah, alles klar. Das ist komisch. I mean, warum wird der nicht gelistet? Doof. Na gut, Leute. Ich denke, das war's für heute. Ich werde die Traumfänger noch ein bisschen weiter leveln. Und dann müssen wir mal gucken, wie das mit den Battle Gates ist. Beziehungsweise ich werde mich da informieren, wie das mit den Battle Gates ist. Dann machen wir nämlich die Arena plus die Battle Gates. Was weiß ich, wo die jetzt alle auftauchen. Wir haben jetzt auf jeden Fall das beste Schlüsselschwert. Ja, aber zumindest, dass es das beste ist. Und das ist halt noch der Content, der uns fehlt. Ich möchte halt die Traumfänger für mich persönlich vervollständigen. Die Fähigkeitsbretter halt von denen. Da machen wir das Kolosseum. Und kann sein, ich muss mich da noch schlau machen, wie es mit Battle Gates ist. So im nächsten Part die Battle Gates erstmal. Aber ansonsten wären wir jetzt tatsächlich durch mit dem Game. Weil Julius ist halt der einzige Secret Boss in dem Spiel. Und ziemlich schlecht dann auch zugleich. Naja. Whatever. Boah, ist aber echt stark. Das ist gut. Dieses Schlüsselschwert ist gut. Sehr, sehr gut. Was hat der jetzt eigentlich für uns? Selbstopfer. Feuergasal, Dreierprisma. Balloongar. Wegwumms. Stellt Sturzanzeige vollständig wieder her. Oh, okay. Sinisterrolle. Ah, hier wäre die gewesen. Das ist die Schattenrolle. Damit wäre der Bosskampf free gewesen für Riku. Damit wäre der richtig einfach gewesen. Na, okay. Ich habe es ja ein bisschen schwieriger gemacht, aber dann war es wenigstens noch ein bisschen spannender. Ist ja kein Proud Mode oder Critical. Von daher konnte ich auch ein bisschen, ja, mir mehr Fehler erlauben und die brauchte diese krasse Rolle nicht. Die möchte ich aber schon ganz gerne haben, ey. Die sollten wir uns noch auf jeden Fall holen, bevor wir die Battle Gates mit Riku machen. Und die ist richtig cool. Das habe ich schon mal im Gameplay gesehen von dem Spiel. Ja. Na gut, das erklärt natürlich einiges. Jetzt das gegeben, ja moin. Scheiße. Ich habe auch nur 100 Medaillen. Und hier gibt's noch ein paar Rezepte. Die sollte ich mir natürlich auch noch holen. Ja, okay. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch zu tun. Ich mache mich schlau mit den Battle Gates, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und der T-Rex liebt es, mich wegzuschieben. Dann gönne ich ihm das. Bis dann und ciao.